Kleve, ein Paar stritt sich am Samstagabend in Kleve. Am Ende war der Mann, 37, tot, die Frau, 33, festgenommen. Die Frau soll laut Polizei ihren Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und ihm die tödlichen Verletzungen im Oberkörper zugefügt haben. Das Polizeipräsidium Krefeld hat eine Mordkommission eingerichtet. Das Opfer wurde noch im Krankenhaus operiert. Es erlag jedoch seinen Verletzungen. Das polnische Paar wohnte in Kleve in einer Unterkunft, war aber in Holland als Leiharbeiter in der Fleischverarbeitung beschäftigt. Die Beschuldigte wurde festgenommen. Das Amtsgericht Kleve hat am Sonntagmittag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Just tell me if I'm-